Guten Tag, guten Tag. Ich bringe meine Tochter. Ich glaube, sie hat sich den Arm gebrochen, als sie vom Sofa gefallen ist. Okay, kein Problem. Und damit hallöchen Leute, willkommen bei Pandino und einem weiteren Unboxing von uns. Heute haben wir für euch von Playmobil City Life die Kinderklinik, Freunde. Ja, die gute alte große Kinderklinik. Das alt kann ich wegnehmen, weil alt ist sie nicht. Also die gute neue Kinderklinik. So, wir haben euch ja schon einmal das Krankenhaus vorgestellt. Allerdings war es nicht speziell eine Kinderklinik. Die haben wir jetzt also hier. Und viele Leute haben auch schon danach gefragt. Und dann dachten wir uns, komm, holen wir uns jetzt mal. Zeigen wir die euch, die Kinderklinik, insofern ihr die vielleicht noch nicht habt. Noch nicht wisst, wie sie aussieht, wie ihr sie aufbaut. Was da alles enthalten ist. Vielleicht, Weihnachten nähert sich ja, ne? Vielleicht habt ihr jetzt nach diesem Video schon eine Idee, ob ihr euch diese vielleicht zu Weihnachten wünscht. Man weiß es ja nicht. Schaut sie euch mal an, Leute. Ich jedenfalls finde sie echt toll. Man kann natürlich unheimlich viel damit machen. Ja, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Schaut euch das Teil an. Das ist einfach nur riesig, oder? Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, verschiedene Zimmer. Mit OP-Saal ist dabei und ein Aufwachraum sozusagen. Eine Säuglingsstation. Dann hier so ein Größenmesser und eine Waage und weiß ja Kuckuck. Also echt viel Sachen dabei. Man kann unheimlich viel damit machen. Jetzt stellt euch noch vor, ihr hättet noch das normale Krankenhaus. Meine Herren, dann hättet ihr ja zwei sozusagen. Da könntet ihr quasi vom einen die Besucher in das andere schicken und Kranke gerne mal nach da verweisen zum Arzt und so. Also, ja, das ist so ein Jahr Beschäftigung, würde ich mal sagen, wenn man beide hätte. Na gut, ja, nicht rumspinnen. Okay, Freunde, so, lasst uns mal hier zum Aufbau schreiten. Ich laber schon wieder ohne Punkt und Komma. Also, wir haben hier schon mal die ersten Wände zusammengesteckt. Das ist ja im Grunde immer das Gleiche. Also, wenn ihr das einmal gemacht habt, sind dann jeweils an der endenden Seite quasi immer diese roten Clips, ja, Clips. Und da kommt dann natürlich die nächste Wand gegen und so weiter. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Jetzt setzen wir hier schon mal die ersten bunten Teile ein. Da unten zum Beispiel diese Gitter. Jetzt geht es hier weiter. Hoppala, mich verschluckt. Jetzt geht es hier weiter mit so einer großen dunkelorangenen Tür, will ich mal sagen. Das ist ein Teil der Tür. Demnach sehen wir hier vorne jetzt bereits den Eingang. So, das gleiche machen wir nochmal, natürlich mit der zweiten Hälfte dieser Tür. Das sieht dann so aus. Im Ganzen lässt sich, also seine Flügeltür lässt sich nach innen, nach außen, ich glaube nur nach außen, sorry, lässt sich nach außen hin aufklappen. Wunderbar. Okay, direkt da drüber kommt ein Fenster in der gleichen dunkel-orangen Farbe. Leute, und davor, denn, davor kommt noch hier so eine kleine Rampe, so, links und rechts, also Rampe, noch weiter links und rechts sogar zwei Lampen dazu, um diese zu beleuchten, in der Mitte zwei Stufen, das ist also auch hier barrierefrei, Freunde, da können auch der Rollstuhlfahrer hochfahren, denn, im Set enthalten ist sogar, glaube ich, ein Rollstuhl und kranke Leute müssen halt öfter mal im Rollstuhl sitzen, ne, was willst du machen, darum natürlich da auch, eine Rampe. Okay, so Leute, die erste Etage ist schon beinahe fertig gebastelt, mein Gott. Jetzt kommt ein ziemlich cooles Feature und zwar links wie auch beim anderen Krankenhaus gibt es einen Aufzug, Freunde, einen Fahrstuhl. Natürlich, ich meine, die Kranken müssen ja inklusive Bett auch hoch und runter transportiert werden. Von daher ist ein Fahrstuhl einfach nur sinnvoll in einem Krankenhaus. So, die machen wir nochmal kurz ab, beziehungsweise die unterste Etage weg. Wir setzen das Ganze am Ende zusammen. Jetzt bauen wir erstmal die zweite Etage auf, Leute. Dafür nehmen wir uns wieder diese große graue Grundplatte hier, was im Prinzip die Decke ist, beziehungsweise der Flur der ersten Etage. Und da machen wir genau das gleiche. Alle Wände zusammenstecken, alles in richtiger Reihenfolge. Außenrum, da sind überall diese Löcher, ihr kennt das ja. Alles außenrum einmal feststecken. Schaut mal, da innen sieht man schon hier ein kleines Waschbecken. Sieht ja schon cool aus, oder? Links sind schon mal zwei Schränke, also so eine kleine Ablagen. Herrlich, also wir werden das ja gleich noch einrichten, da werdet ihr das dann auch ein bisschen genauer sehen, für was alles da ist und was es noch alles so gibt. Okay, so, setzen wir erstmal hier überall rundherum außen diese orangenen Teile. Das sind schon mal Deko-Elemente, die auch so, ich glaube, eher als Dach oder Abgrenzung dienen. Werden wir gleich noch genauer sehen, die kommen auf jeden Fall in einem Streifen einmal außen rum. So, oben drauf, das sieht bombig aus. Okay, ja, was haben wir hier? Ein kleines Klo, Freunde. Haha, guckt euch das an. Ein kleines Waschbecken und ein kleines Klo. Und jetzt kommen wir schon langsam, gehen wir über in die Deko- bzw. Einrichtungsabteilung. So, dann kommt hier nämlich, natürlich, ich meine, das ist ein Klo, ja. Da will man noch gerne auch mal ungestört sein, so kenne ich das zumindest. Darum links und rechts vom Klo hier so eine kleine Wand.
Dude. Und jetzt haben wir einen schönen kleinen privaten Raum. Ich meine, der hat zwar vorne, ist zwar noch offen, aber zumindest links und rechts sichtgeschützt. Ja? So, okay. Weiter geht's, Freunde. Hier haben wir eine Glastür. Schaut euch das an. Wie hübsch ist das denn bitte? Eine Glastür. Hoffentlich läuft da keiner gegen. Aber nee, ich sehe gerade, das ist Milchglas davor. Da kann man eigentlich kaum gegenlaufen. Außer man ist wirklich sehr... sehr doof oder so. Okay. So, jetzt hat das Klo zwar eine Glastür, aber immerhin ist es Milchglas. Man kann nicht so viel sehen. Das sind jetzt also die Türen für das Klo, für das kleine Kloabteil. Und dann nehmen wir das ganze Stück nochmal raus, fahren jetzt hier nochmal das Erdgeschoss rein. Und jetzt, Freunde, werden wir das gute Stück zusammenbauen. Und zwar einmal ordentlich zielen, Leute. Das sind überall diese roten Clips. Ihr seht es ja, einmal außenrum. Und ihr müsst jetzt echt schauen, dass ihr wirklich oben und unten die Clips, beziehungsweise die Öffnung dazu, genau aufeinander setzt. Und dann rundherum überall einmal drücken. Das ist vielleicht für euch jetzt nicht so einfach, weil ihr noch jünger seid. Holt euch da vielleicht Hilfe. Es ist definitiv machbar. Und dann habt ihr beide Etagen aufeinander. Und wir zeigen euch jetzt noch, was noch alles in diesem Set enthalten ist. Welche Dekoartikel, welche Einrichtungsgegenstände, welche Personen und Ärzte noch alles in diesem Spielzeug enthalten sind. Ich bin da voll drauf gefallen. Oh Gott, ich kann ihn gar nicht mehr bewegen. Oh Gott, halt durch. Ich hol Mama. Mama, 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 Mama. Hör zu. Emily hat sich, glaube ich, den Arm gebrochen, oder? Ist vielleicht sogar komplett ab. Auf jeden Fall, sie weint die ganze Zeit. Das ist wohl echt schlimm. Hey, was erzählst du da? Was habt ihr denn gemacht? Los, bring mich rüber zu ihr. Wir bringen sie direkt ins Krankenhaus. Okay, komm mit, komm mit. Oh, mein Arm. Ah, mein Arm tut weh. Emily, was ist denn passiert? Ist das so schlimm? Tut dein Arm so sehr weh? Ja, das tut wirklich ganz doll weh. Der ist bestimmt gebrochen. Okay. Los, dann fahren wir jetzt sofort ins Krankenhaus. Tom, du bleibst hier bei deinem Papa. Wir können sie vielleicht nachher besuchen. Emily, los geht's. Okay, meine Liebe, los, ab ins Auto mit dir. Und halt deinen Arm schön still, okay? Nicht bewegen. Der Arzt guckt sich das gleich an und wird dich dann wieder zusammenflicken. Keine Sorge. Okay, Mama. Guten Tag. Ich bringe meine Tochter. Ich glaube, sie hat sich den Arm gebrochen, als sie vom Sofa gefallen ist. Okay, kein Problem. Ich rufe den Arzt, er wird sofort da sein. Oh, vielen Dank. So, mein Schatz, der Arzt kommt gleich. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Versprochen. Schönen guten Tag, ich bin der Arzt hier. Ich werde mir gleich mal den Arm von der kleinen Emily angucken. Hallo Kleine, ich bin der Arzt. Wie geht's deinem Arm? Bist du ungünstig gefallen, hm? Okay, also, wir werden dich jetzt erstmal röntgen, das tut überhaupt nicht weh. Dann wirst du vermutlich einen Gips dran bekommen und eine Nacht zur Beobachtung hier bleiben. Okay, also, dann wollen wir mal deinen Arm röntgen. Okay. Okay, Emily, das war's schon. Schon geschafft. Ah ja, wie ich es mir dachte, der Arm ist angebrochen. Du bekommst jetzt einen Gips drum und musst leider noch eine Nacht zur Beobachtung hier bleiben. Aber sonst ist alles mit dir in Ordnung. Okay. Bleib tapfer, du machst das gut. Okay, ich werde jetzt erstmal schnell den Gips anlegen. Zack. Und schon ist er dran und glaub mir, in 1-2 Wochen ist das wieder wie neu. War gar nicht schlimm, oder? Nein, war nicht schlimm. Vielen Dank, Sie sind ein guter Arzt. Aber vorhin hat das ganz so wehgetan. Ja, darum hatte ich so Angst davor. Ja, verständlich. Na gut, Emily, jetzt kannst du hoch in dein Bettchen gehen, eine Nacht hier bleiben und morgen früh kann ich deine Mama schon wieder abholen, hm? Ja, ist gut. Vielen Dank nochmal, wirklich, danke. Puh, da haben wir nochmal Glück gehabt, hm, Emily? Hoffentlich springst du nicht nochmal so hoch auf dem Sofa. Okay, ich muss dann wieder nach Hause, aber morgen früh schicke ich deinen Bruder vorbei, okay? Der kommt dich dann besuchen. Okay, Mama, mach's gut. Hey, Emily, wie geht's dir denn? Oh, Tom, da bist du ja schon. Klar, zeig mal deinen Verband her. Hier, schau mal. Ganz schön fett, hm? Und es tut doch gar nicht mehr weh. Das Dumme ist nur, wenn es da drunter juckt, kann ich nicht kratzen.
Ja, das ist so wirklich blöd. Naja, und wie ist das Essen hier? Ich habe immer gehört, im Krankenhaus soll das Essen ganz eklig sein. Ja, das Essen hat wirklich nicht so gut geschmeckt. Na, dann sollten wir aufpassen, dass einer von uns nicht nochmal ins Krankenhaus muss. Sonst muss ich dann auch noch ekliges Essen essen. Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.